am Leben gehalten. Dafür verantwortlich vor allem Elmar A., der Finanzvorstand der Bausparkasse bis 2001. Diese Einflussnahme wird jetzt erneut bestätigt. Also die müssen alles, was mit den Mietpoolen und Kontenführungen zu tun gehabt haben, gewusst haben. Weil die rechte Hand von Herrn A. war im Hause. Mit, ja. Also Heinen und Biege sehr eng verbandelt mit der Badenia. Ja, sicher. Das lief ja nichts ohne die Badenia. Die Badenia hat ja gesagt, was wir tun, also wie das Geschäft laufen sollte. Sie hat ein vollständiges Finanzierungskonzept vorgehalten, so dass die Vertriebsgruppe auf dieses Konzept nur noch zurückgreifen musste und immer genau das ausgeführt hat, was die Badenia als Verkaufskonzept sich ausgedacht hatte. Und damit hat sie eindeutig ihre Rolle als Kreditgeberin überschritten und ist damit zu einem Teil auch des Immobiliengeschäftes geworden, jedenfalls nach meiner Meinung. Hinzu kommt, dass der damalige Finanzvorstand, der bei denen ja Herr A. auch im Beirat der Vertriebsgruppe mitgesessen hat und damit also die Geschicke auf beiden Seiten vollständig gesteuert hat. Hat die Badenia ja die Kreditgeberrolle überschritten oder nicht? Zu dieser Frage sind ja ausdrücklich doch die Gerichte befragt worden. Und sie haben geurteilt, dass wir unseren Pflichtenkreis als Kreditgeber nicht überschritten haben, sondern diese Pflichten erfüllt haben. Darüber sind auch der Meinung, die Badenia hat ihre Kreditgeberrolle nur. Aber nochmal, Sie werden es mir nachsehen, wenn die Gerichte so urteilen, dass ich gar keinen Anlass habe, hier zu einem anderen Urteil zu finden. Zwei streng vertrauliche Gutachten, hochbrisant. In einem steht zum Beispiel, die Badenia habe ihre Kreditgeberrolle erheblich überschritten. Diese beiden Gutachten sind von Wirtschaftsprüfern erstellt worden. Ein Gutachten wurde von der Bankenaufsicht in Auftrag gegeben und das andere von der Badenia sogar selbst. Die Prüfer haben 2001 und 2002 monatelang die Geschäfte zwischen Bank und Vertrieb untersucht. Hauptergebnis? Beide Gutachten bescheinigen der Badenia übereinstimmend massives Fehlverhalten bei den Geschäften mit den Schrottimmobilien. Es liegen zwei wichtige Gutachten von großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften auf dem Tisch, die im Kern aussagen, dass zwischen der Badenia und ihrer Vertriebsgruppe eine starke Beziehung bestand, dass das gesamte Geschäft miteinander geplant, entwickelt und strategisch vorbereitet wurde. Und beide Gutachten sagen darüber hinaus, dass gegenüber den Kunden Zahlen, Daten und Fakten so intransparent gemacht worden sind, dass keiner wirklich erkennen konnte, dass er dabei über den Tisch gezogen wird. Dieses Gutachten ist von besonderer Brisanz. Es wurde von der Badenia selbst in Auftrag gegeben. Bei einer Hausdurchsuchung der Bausparkasse, so erfahren wir vertraulich, in der Chefetage gefunden und uns schließlich zugespielt. Grundsätzlich wird im Gutachten festgestellt, Zitat, dass Heinen und Biege spätestens seit 1995 von der Badenia finanziell abhängig war. Wir schlussfolgern, Wohnungen mussten also stark überteuert und belastet mit hohen Provisionen verkauft werden, um die Geschäftsbeziehungen zwischen Bank und Vertrieb am Leben zu halten. Von all dem wussten die Käufer nichts. Das Gutachten stellt außerdem fest, dass ab 1998 die Badenia die Geschäftstätigkeit von Heinen und Biege so beeinflusst habe, dass der Vertrieb, Zitat, nur noch als Strohmann fungiert hat. Was aber bedeutet das juristisch? Das fragten wir bereits 2004, einige Monate vor seinem Tod, Professor Günther Kohlmann, einen ausgewiesenen Strafrechtler. Das Gutachten bestätigt eigentlich nur noch diese Vermutung, die jetzt zu Gewissheit geworden ist. Es lässt sich vielleicht zusammenfassen in dem Satz, diese Vermittler hingen an dem Tropf der Badenia. Sie wurden, lassen Sie mich das so blasphemisch sagen, von der Badenia ausgehalten mit Krediten. Sie mussten um jeden Preis vermitteln, damit sie die ihnen ausgereichten Kredite der Badenia
bedienen konnten. Und wenn sie nicht verkauft hätten, dann hätten sie die Kredite nicht bedienen können. Dann wäre das Ende der Vermittlerfirma Heinen und Biegel schon viel eher besiegelt gewesen, als es dann letztlich der Fall war. Von den Folgen dieser fatalen Abhängigkeit, so das Gutachten, sind mehrere tausend Kreditnehmer mit einer Finanzierungssumme eines dreistelligen Millionenbetrages betroffen. Von einem Teil der Kleinanleger dürfe die Badenia ja sogar keine weitere Tilgung und Verzinsung der Darlehen verlangen, werden die Gutachter sehr deutlich. Hier liegt eindeutig ein in Mittäterschaft begangener Betrug seitens der Vermittlerfirma und der Badenia Bausparkasse vor. Die beiden genannten haben arbeitsteilig die Anleger getäuscht. Sie haben sie getäuscht über den Wert der Immobilie. Sie haben die Anleger getäuscht über die im Hintergrund vorhandene Zusammenarbeit. Sie haben die Anleger getäuscht, die Opfer, muss man sagen, über die Renditemöglichkeiten und so weiter. Da kann überhaupt kein Zweifel bestehen. Und die Motive dieses Handelns? Für den Strafrechtler ganz offensichtlich. Dass die Vermittlerfirma und die Badenia gehandelt haben in der Absicht, sich zu Unrecht zu bereichern, steht für mich nach dem, was ich gelesen und auch sonst zur Kenntnis genommen habe, außer Frage. Also ganz klar gemeinschaftlicher Betrug. Ja. Folgt man diesen Gutachten und den Banken sowie Strafrechtler, ist klar, dass Kleinanleger mindestens getäuscht, wenn nicht sogar betrogen wurden. Und was sagt der Chef des Geldhauses heute dazu? Nach allem, was hier bekannt ist, haben wir überhaupt nicht Anlass für die Annahme eines betrügerischen Vorgehens, was hier bekannt ist. Nun mag die Staatsanwaltschaft zu anderen Erkenntnissen finden. Ich weiß es nicht, kann da nicht vorgreifen. Warten wir es doch mal ab, was sich da tut. Aber es ist, das haben Sie völlig zu Recht festgestellt, es kann niemals meine Sache sein, da vorzugreifen. Also, so ganz masochistisch mag man ja auch nicht sein. Staatsanwaltschaft Dortmund. Hier wird seit langem ermittelt gegen den Vertrieb Heinen und Biege. Im Laufe der Jahre waren wir schon oft hier und haben eigentlich immer die gleichen Antworten bekommen. Die Staatsanwaltschaft Dortmund ermittelt seit September 2000 gegen Mitarbeiter der Heinen und Biege GmbH. Dabei geht es um die Vermittlung von Wohnungseigentum durch diese Firma im Auftrag der Badenia Versicherung. Ermittelt wird wegen Betruges und Kapitalanlagebetrug. Also ich will nicht hoffen, dass wir in zwei Jahren immer noch nicht in der Lage sind, zumindest einen Abschluss des Verfahrens zu präsentieren. Aber ich bin vorsichtig genug, auch das nicht auszuschließen. Wie wahrscheinlich ist, dass es zur Anklage reicht? Kann ich nicht sagen. Ich habe mich schon oft verspekuliert. Darauf werde ich mich jetzt nicht festlegen. Über die Vertriebsfirma Heinen und Biege gibt es wenigstens einen Abschlussbericht der Kripo Dortmund. Der liegt uns vor. Hauptergebnis? Die Kleinanleger sind über Kaufpreis und Nebenkosten massiv getäuscht worden. Aber musste es wirklich so lange dauern, den möglichen Betrug zu ermitteln? Das ist mir nicht nachvollziehbar, wieso man um diese Fakten, es sind ja Fakten, um die es hier gegangen ist, wieso das 5 Jahre dauert. Eigentlich stelle ich mir das so vor, ich schaue mir die Verträge an. Ich schaue mir an, wie sind die Marktpreise gewesen. Ich vergleiche das. Also eigentlich müsste ich nach 4, 5 Monaten Aufklärungsarbeit diese Fakten in den Händen halten. Es ist also für mich zumindest nicht nachvollziehbar, wie sowas 5 Jahre dauert. Staatsanwaltschaft Mannheim. Hier waren wir 2004 und jetzt wieder. Auch hier offensichtlich keine erkennbaren Fortschritte. Ermittelt wird weiter gegen ehemalige Badenia-Mitarbeiter, unter anderem wegen möglichen Betrugs zum Nachteil der Käufer. Das Verfahren muss wie jedes Verfahren auch betrieben werden. Nur dauert es in wirtschaftsstrafrechtlichen Ermittlungen leider, wie man auch aus Sicht der Staatsanwaltschaft sagen muss, häufig einige Zeit. Und ich kann Ihnen insofern noch kein Ende prognostizieren.